Hi Leute, Alex hier. Es ist Sonntag und Thema diese Woche ist Schwarzmarkt-Testo. Da kann ich nicht wirklich viel zu sagen und da ich letzte Woche kein Video gemacht habe, kann ich einfach nur was zum Thema Selbstschutz sagen. Thema Selbstschutz. Lange überlegt, jetzt transspezifisch fällt mir da also als erstes ein, irgendwie Kommentarspalten nicht zu lesen. Das ist, glaube ich, immer sehr gut. Irgendwie unter Videos oder, also nicht zu lesen, ist falsch, aber einfach negative Sachen nicht mehr an sich ranzulassen, tatsächlich nicht zu lesen, unter irgendwelchen, weiß ich nicht, Welt.de-Artikeln oder so, wenn irgendwas transspezifisches ist oder auch nur über Homosexuelle, dann lese ich das am besten gar nicht, weil die Menschen sind anonym, die fühlen sich geschützt, die sagen dann Mensch, Dinge, die man nicht sagen sollte, so. Und sowas hat mich am Anfang schon noch gestört, aber mittlerweile. Ich denke, es ist einfach ganz wichtig, sich einfach nicht in Diskussionen mit denen da zu verheddern, weil das sind Trolls. Die wollen einfach, dass man mit denen irgendwie anfängt, über das Thema zu diskutieren. Das bringt einfach gar nichts. Also das ist irgendwie absolut verlorene Energie im Internet. Ich glaube, das Wichtigste zum Thema Selbstschutz ist einfach, dass man sich selber einfach so in sich selber sehr sicher ist. Und dann können andere einem auch erstmal nicht mehr großartig viel. Also ich musste mich jetzt auch recht oft erklären, warum ich das mache, warum ich es mache, wie ich es mache, mit dem ganzen Transweg. Aber mittlerweile habe ich das Bedürfnis auch gar nicht mehr, mich da irgendwie rechtfertigen zu müssen. Also ich merke, wenn jemand wirklich ehrliches Interesse hat und wirklich ja, wissen möchte, wie das funktioniert, wie man sich fühlt. Das ist dieses ehrliche Interesse, kann man irgendwann, glaube ich, gut unterscheiden von so einer blöden Neugierde. Und da einfach auch keine Energie mehr reinstecken. Ich glaube, das ist echt ein guter Selbstschutz. Die Energie, die man sonst in solche Erklärungsversuche und was weiß ich, wenn man, die man da reinsteckt, dass man diese Energie einfach in sich selbst steckt und das für sich nutzbar macht. Ja. Jetzt so, das Einzige, was mir jetzt zum Thema Schwarzmarkt-Test so einfällt, ist, dass ich häufiger gelesen habe, dass einige anfangen mit so Supplements zu arbeiten. Also das, was Bodybuilder irgendwie häufiger zu sich nehmen, irgendwie Testo-Booster 9000, irgendwie sowas. Aber ja, ich kann auch verstehen, dass wenn man noch nicht auf Testo ist und das unbedingt möchte und dass man vielleicht anfängt, irgendwann komische Dinge zu tun und dann vielleicht mal sowas auszuprobieren, aber. Ich glaube, sowas ist für Cis-Männer schon nicht gesund. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es auch keine Untersuchung, wie solches Zeug auf Trans-Männer irgendwie anschlägt. Wahrscheinlich ist es einfach nur ungesund. Macht das mal bloß nicht. Ja.